Und jetzt geht es um eine ganz besondere Delikatesse. Beschrieben wird ihr Geschmack als eine Kombination von Salzigkeit und Schärfe, Weichheit und Knirschen, des Flüssigen und Klebrigen. Spätestens bei den letzten Eigenschaften beschleichen einen wohl Zweifel. Und ich erlaube mir zu sagen, zu Recht. Denn die kulinarische Königsklasse, die hier beschrieben wird, heißt Balut. Und das sind angebrütete Eier. Also Eier, die schon viele Bruttage hinter sich haben und in denen schon ein klar ausgeprägter Hühner- oder Entenembryo steckt. Benjamin Daniel hat sich dieser philippinischen Herausforderung hingegeben. Außendienst. Für Menschen anderer Kulturen ist schon der Anblick ungenießbar. Auf den Philippinen sind angebrütete Enteneier Heilsbringer und Nationaldelikatesse. Balut, das weiße Gold Südostasiens. Gold hat einen sehr hohen Preis. Natürlich sind die Balut-Eier nicht so teuer, aber durch sie boomt eine ganze Industrie, die das Einkommen vieler Philippiner sichert. Deshalb nennen wir es weißes Gold. Sammeln, schleppen, sauber machen. Ich arbeite als Balut-Verkäufer und helfe aus auf einer Entenfarm. Am Ende stelle ich mich der kulinarischen Herausforderung, an der die meisten Touristen scheitern. Einmal einen Entenembryo essen. Ich will herausfinden, warum tun sich Philippiner das an. Ja, das ist wirklich, das ist mit Abstand das ekligste, was ich jemals gesehen habe. Wirklich. I like this. Die Cadiz-Farm in der Provinz Laguna. Seit Jahrhunderten züchtet Rafaels Familie hier die berühmten Itik-Enten. Sie legen die angeblich besten Eier der Welt. Immer morgens um 6 beginnt die Suche. Hier ist jeden Morgen ein bisschen Ostern. Rund 10.000 Eier sammelt Rafael pro Woche. Er achtet penibel darauf, dass es seinen Enten an nichts fehlt. Fütterung. Genau die richtige Arbeit für mich. 50 Kilo. Okay. Und besser, wenn man ein bisschen kleiner wäre. Okay. Mindestens zweimal pro Tag müssen die Futterstellen aufgefüllt werden. Bei 100% Luftfeuchtigkeit ist jeder Handgriff anstrengend. Doch das nehmen sie hier gerne in Kauf. Wer in dieser stetig wachsenden Branche Fuß fasst, hat finanziell wenig zu befürchten. Die Balut-Produktion ist eine der erfolgreichsten Industrien unseres Landes. Denn Entenzüchten ist sehr günstig und einfach, auch für arme Leute. Jeder kann das in seinem Hinterhof machen. Und die Nachfrage steigt. Die Menschen lieben es. Fast jeder Philippiner isst täglich Balut. Rafaels Geheimnis: Schnecken aus dem nahegelegenen See Laguna de Bay. Die mischt er unters Trinkwasser. Resultat: Der Nährwert der Eier steigt, die Schale wird härter. Jeder Entenzüchter schwört auf ein eigenes Balut-Rezept, das innerhalb der Familien über viele Jahrzehnte weitergegeben wurde. Im 19. Jahrhundert führten chinesische Händler Balut nach Manila, die Hauptstadt, ein. Die Philippiner hatten die Delikatesse schnell in ihre Herzen und Mägen geschlossen. Binnen weniger Jahrzehnte entstand ein neuer Industriezweig. Entenzucht, Zubereitung, Großhandel. Heute macht Balut in vielen philippinischen Regionen bis zu 25% der Wirtschaftskraft aus. Ein Lebensmittelhersteller verkauft die Speise sogar abgefüllt und haltbar im Glas. Erhältlich in fast jedem philippinischen Supermarkt und weltweit im Internet bestellbar. Die meisten Enteneier werden von den Farmen hierher gebracht nach Pateros. Das ist eine Kleinstadt im Südosten Manilas und das ist die Balut-Hochburg der Philippinen. Jeder vierte Einwohner ist hier im Balut-Business tätig. Kalito ist der erfolgreichste Verkäufer auf den Philippinen. Ein reicher Mann. In seinem Shop ist immer was los. Bevor ich ihm helfen darf, muss ich erstmal einen Test machen. Kannst du das halten? Oh, 5? Und andersrum? Das Brutzimmer. In mehreren Schichten werden die Eier in die Körbe gelegt. Reishülsen speichern die Eigenwärme. Junge Eier liegen unten bei 42 Grad. Die fast fertigen Balut kommen obendrauf. Nach 18 Tagen gehen sie in den Verkauf. Vorher aber müssen sie den Lichttest bestehen. Sind die Eier dunkel, ist der Embryo groß genug. Siehst du, wie rot das hier ist? Dieser Embryo ist noch zu klein. Das Ei braucht noch ein paar Tage. Genug der Theorie. Zwischen 7 und 9 Uhr morgens ist Stoßzeit.
Ein Straßenverkäufer nach dem anderen braucht Ware. Und wieder 500. Das Geschäft brummt. Ein Ei kostet umgerechnet 12 Cent. Pro Tag verkauft Kalito rund 5000. Sein Großvater hat das Geschäft aufgebaut und auch sein Vater hat hier gearbeitet. Kalito ist stolz, das Familienunternehmen weiterzuführen. Obwohl ich einen Uni-Abschluss habe, wollte ich lieber im Balut-Business arbeiten. Es ist ein gutes Gewerbe. Ich kann ohne Probleme für meine Familie sorgen. Das ist doch was. Meine Kinder besuchen die besten Universitäten des Landes. Das können nur die wenigsten Philippiner von sich behaupten. Gemessen am Pro-Kopf-Einkommen sind die Philippinen ärmer als die Republik Kongo, Bolivien oder die Mongolei. Laut einer aktuellen Studie leidet fast ein Viertel der Bevölkerung Hunger. Deshalb ist Balut so begehrt. Jeder kann es sich leisten. Außerdem enthält es lebenswichtige Vitamine, eine Menge Kalzium und knapp dreimal so viel Protein wie Hühnereier. Echte Fans glauben sogar an eine aphrodisierende Wirkung und nennen es das Viagra des kleinen Mannes. Der Arbeitstag ist beendet, doch vor einer letzten Herausforderung kann ich mich wohl nicht drücken. Kalito lässt mich erst gehen, wenn ich ein Balut-Ei gegessen habe. Meine ethischen Bedenken nimmt keiner ernst. Es sei ja nur ein Embryo ohne Gefühle, sagen sie. Naja. Mach die Augen zu. Wonach es schmeckt, kann ich kaum sagen. Zu sehr muss ich mich beherrschen. Ein bisschen süßlich. Es fühlt sich an, als würde man auf Gummi kauen. Schau mich nicht so an. Sie denken, Sie würden sich nicht so anstellen? Beweisen Sie es. Auf unserer Internetseite finden Sie die 5 ekligsten Speisen der Welt, inklusive Rezept. Wie man angebrütete Enteneier genießen kann, wird für mich ein Rätsel bleiben. Viele Philippiner hingegen können sich ein Leben ohne Balut nicht vorstellen. Es ist eben ihr weißes Gold, auch wenn es nicht glänzt.